beim Rosenmontagsumzug. Mit einem eigenen Mottowagen sind sie seit 7 Jahren aktiv. Das ist der Dienstagsclub aus Soringen. Also das muss man erstmal sagen, meine Damen und Herren, das muss man einfach mal erlebt haben, mit welchem Elan, mit welchem Engagement dieser Dienstagsclub, diese Akteure dabei sind. Ist schon einige Jahre her, da durfte ich auf diesem Mottowagen mal mitfahren beim Rosenmontagsumzug. Es ist eine Ehre, die nicht jedem zuteil wird. Da habe ich mich auch sehr, sehr darüber gefreut. Es war arschkalt, das muss ich einfach mal sagen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und wenn man sieht, mit wie viel Liebe und Freude die Jungs dabei sind, wie viel Zeit und wie viel Geld auch dort reingesteckt wird, in diesen Mottowagen, in dieses ganze Engagement beim Rosenmontagsumzug, da kann man nur die Narrenkappe ziehen und Dankeschön sagen. Von solchen Gruppen bräuchten wir in Herne mehr. Da brauchten wir uns um den Karneval keine Sorgen zu machen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Aktiven hier auf der Bühne beim Dienstagsclub. Das waren der Mike, das war der Stefan, das war der Martin, der Pedder, der Ralf und der Frank. Habe ich irgendwann vergessen? Ich hoffe nicht. Und bevor jetzt noch einmal die Dienstagsrunde Sie einladen wird, in das Land, wo eben diese Jahreszeit natürlich immer Schnee liegt, aber in diesem Winter brauchen wir uns ja auch nicht zu beklagen. Diese Truppe wird Sie nur noch einmal einladen nach Moskau. Wollen wir aber zuvor noch mal eine wohlverdiente Rakete zünden. Alles an die Gewehre. Tempo 1! Tempo 2! Und Tempo 3! Auf den Dienstagsclub bei Dreifach Donners Herne! Ja, liebe Freunde, und Stefan, Mike und wie sie alle heißen, auf euch. Bärenstarke. Aber weißt du, was fällt mir gerade was ein? Diese fantastischen Kostüme. Ja, wer hat die wohl geschneidert? Also wirklich. Nee. Hat sie oder hat sie nicht? Hat sie nicht? Nein. Ehrlich jetzt? Hat sie nicht? Ja, hab ich verkehrt vermutet. Mein Lieber. Ich habe gerade mit dem Martin an den, mit dem Jochen, gerade so an den Tasten geredet. Sie haben gesagt, die sehen ja richtig klasse aus. Ja, ich habe kein Wunder, die sind hier an der Quelle. Ne? Aber da lag ich diesmal total verkehrt. Total verkehrt. Ja, kann mir ja auch mal passieren, aber das war ja das Naheliegendste. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich lasse bei der Dame schneidern. Diese Herren da oben offenbar nicht. Nichtsdestotrotz nochmal. André Rosere, hello! So, und jetzt geht's weiter mit Moskau.
Jungs vom Dienstagsklo. Schön, schön, euch hier begrüßt zu haben. Und die Angelika bringt Leckerchen. Und dann gehe ich mal bei eurem Hauptblick, fange ich mal an. Bei dem Gingis-Kahn, ne? Guck mal ein bisschen nach vorne. Danke. Auf unsere soeben ausgezeichneten Aktiven.